Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir eine Stihl 023C dabei. Die soll einmal komplett überholt werden. Hat sie auch scheinbar nötig. Also dreckig ist sie wirklich sehr, sehr dolle. Ja, wollte ich sagen, machen wir uns mal an die Arbeit. Viel Spaß bei diesem Video. So, als erstes nehmen wir erstmal hier den ganzen Deckelkrams und alles runter. Dann das Schwert. Dann gucken wir uns das Ganze hier hinten nochmal. Also ihr könnt das richtig sehen, hier ist das richtig dolle verpickt. Die Zündkerze ist hier auch schon noch so halb drin. Dann fehlt hier vorne der Starterzug. Ja, da werden wir einmal grundreinigen müssen. So, dann werden wir die Säge sowieso komplett auseinandernehmen, da gewünscht wurde, dass die auf Sonderkraftstoff umgestellt werden soll und dass er gerne möchte, dass der Kolbenboden einmal gereinigt wird von Ölkohle und so, dass es da keine Probleme gibt und ja, das machen wir jetzt natürlich auch. So, dazu schrauben wir jetzt erstmal hier hinten die ganze Luftfilterarmatur runter. Dass wir dann auch Vergaser und so weiter ausbauen können. Nehmen wir wieder die Magnetschale, um hier nichts zu verlieren. Ups, fällt er doch noch weg. Super. So, dann den Luftfilter runter. Ja, es ist alles total verpegt. Dann können wir hier oben schon mal noch die Zündkerze aussortieren. Die kann direkt in den Müll. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Ja, die ist fertig. Jo. Sieht ja gut aus. Dann können wir jetzt noch den Vergaser rausnehmen. Hierzu werde ich erstmal den Spritschlauch abziehen hier unten. Der ist auch schon so porös, dass er direkt abreißt. Jo, einwandfrei. Dann nehmen wir hier das Gasgestänge noch raus. Ich hoffe, wenn wir jetzt noch den Chokehebel rausnehmen, dass wir dann den Vergaser auch schon rausbekommen. Ein und frei. So, dann wollen wir mal gucken. Ob er so nur freiwillig da rausgeht. Und das schon mal abmachen noch. So, dann ist hier oben, sehe ich gerade, der hat einen Primer-Knopf. Noch der Schlauch vom Primer dran. Und jetzt kriegen wir ihn noch raus. Wunderbar. So, und dann wollen wir jetzt mal den Starterdeckel runternehmen. Okay, da kommt man mit dem Akkuschrauber nicht, upsala, nicht dran. Da müssen wir erst mit dem T-Griff machen. Thank you.
zack. Hier drunter ist das Ding natürlich auch restlos verkeimt. Also das wird wohl einmal eine große Grundreinigung werden. So, im nächsten Step werde ich jetzt hier erstmal, ups, hey, oh, das sollte genau nicht passieren, die Kupplung wegnehmen. Denkt dran, Linksgewinde, ich setze mal kurz den Kolbenstopper ein und dann rechts rum lösen, links rum festziehen. So, wenn die Kupplung runter ist, ist hier nur noch der Antrieb von der Ölpumpe. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich auf der anderen Seite mit Zündung und Polrad weiter. So, jetzt die Polradseite. Hier lösen wir jetzt als erstes erstmal das Polrad. Beziehungsweise ich muss, glaube ich, erstmal den Kolbenstopper noch einmal irgendwie ein Stück nachsetzen. Der ist wo rausgerutscht, ein Stück. So. So, da ist er ab. Wunderbar. So, jetzt geben wir einen vorsichtigen Setzschlag auf die Mutter, damit sich das ganze Polrad dann löst. Und dann haben wir es auch schon ab. Wunderbar. So, weiter geht's mit der Zündung. Die ist ja hier nur festgeschraubt mit zwei Schrauben. Die machen wir beide ab. Dann können wir sie auch hier von ihrem Dreck befreien. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist gleich der Zündkerzenstecker. Mal sehen, ob wir den da so rausbekommen. Aber das sieht ganz gut aus. Jo, wunderbar. Hätten wir die Zündung auch raus. Und jetzt puste ich das Ganze erstmal einmal grob aus, dass wir dann gleich weitermachen können. So, dann wollen wir mal eben noch schnell den Auspuff abnehmen. Ah, der sträubt sich noch ein wenig. So, ich habe den scheiß Auspuff jetzt endlich runter. Meine Güte, nur eins war der fest. Ja, den habe ich jetzt mit dem Schraubenzieher und Hammer runtergekloppt. Ist ein Glück heile geblieben, aber trotzdem, der war echt bombenfest. So, next step. Ich nehme jetzt mal kurz die ganzen Propfen hier raus, dass wir an die Schrauben rankommen, um den Griff nachher abzubekommen und die Haube. So, dann als nächstes schrauben wir die ganzen Schrauben erstmal aus der Seite raus. Und dann schon mal die zwei noch, die unten unter sind. Vergessen, ja, hier vorne die. Das müssten jetzt eigentlich, aber eigentlich ist ja halt auch immer nur eigentlich, ne, alle gewesen sein. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier voneinander getrennt bekommen. Aber es sieht gut aus. Wunderbar. Haben wir den Griff wenigstens auch schon ab. Und jetzt fehlt eigentlich hier oben nur noch, dass wir einmal kurz den Ansaugstutzen reindrücken. Und hier oben den
Gummidämpfer rausprügeln. Und dann wo hängt er? Hier hängt er noch am Tank. Ach, jetzt ist er hier wieder reingerutscht. Mist. Manchmal will er nicht reingehen, aber dass er nicht rausgehen will, das habe ich auch noch nicht gehabt. Und dann hängt er noch hier oben am Deko-Ventil. So, jetzt sollten wir das Ganze jetzt aber mal langsam loshaben. Genau, wunderbar. So, jetzt nehmen wir noch kurz den ganzen Zylinderkrams raus. Dazu hier unten die vier Schrauben einmal lösen. Ganz. So, komme ich hier hinten ran. So, und wenn ihr die dann alle raus habt, dann könnt ihr nämlich jetzt wir haben noch eine Sache vergessen, das ist aber nicht schlimm, dass wir dieses Kabel noch abzumachen. Es ist ganz schön eng hier. Ab. Ich rück das Ding immer aus dem Bild raus, das sehe ich gar nicht so. Jetzt könnt ihr den Zylinder dann auch rausnehmen. So, und nachdem wir jetzt eigentlich jedes dreckige Geheimnis dieser Säge gelüftet haben, gucken wir uns jetzt zum Schluss noch einmal Kolben und so weiter an. Oh, ich denke mal, das passt noch. So schlimm sieht der Kolbenboden tatsächlich auch nicht aus. Hier hat der halt minimale Laufspuren, aber ach, das geht noch alles, würde ich so mal sagen, ne? Tja, von daher würde ich sagen, das war's für diesen Teil erstmal. Im nächsten Teil sehen wir uns dann wieder, wenn wir die ganze Säge wieder zusammensetzen. Ich werde jetzt erstmal Teile reinigen. Wer wissen will, wie ich das mache, es gibt ein Video dazu auf meinem Kanal. Guckt euch das Ganze gerne an. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.